Hallo, ich bin Dirk Grünberg und solange ich hier noch an der Ampel stehe, schnell die Frage des Tages. Tag Dirk, pinkeln Rüden nicht eigentlich im Stehen? Meiner setzt sich nämlich immer hin. Woran liegt das? Und grün. Na, klappt ja. Ja, also, Tatsache, Rüden pinkeln, wenn sie ausgewachsen sind oder erwachsen, sagen wir mal so, beziehungsweise geschlechtsreif, dann im Stehen. Und das hat mit dem Markieren zu tun. Das heißt, wenn sie anfangen, sich dafür zu interessieren, ihr Markier gegenüber anderen Rüden abzustecken, dann heben sie das Bein. Rüden, die sich nicht dafür interessieren, weil sie zu jung sind, pinkeln nämlich auch noch im Hocken. Und manchmal, wenn der Hund nicht pinkelt, um dabei anzugeben, sondern wirklich echt muss und einfach nur halt Harndruck loswerden will, kann es auch sein, dass er sich hinhockt und erstmal so pinkelt. Das ist also überhaupt nicht schlimm, das ist eigentlich der natürlichere Vorgang. Wenn der Hund aber den anderen Hunden anzeigen will, guck mal, was ich für ein Kerl bin und ich war hier, dann hebt er das Bein. Und es gibt auch Hünden, die das Bein heben, also von wegen alle Hünden hocken und die Rüden stehen alle, kann man nicht so pauschal sagen. Ja. Ja, ich weiß ja nicht, wie alt jetzt der Hund aus der Frage war, ob es vielleicht daran liegt, dass er zu jung ist und das dann noch lernen wird. Und dann, wenn er es erstmal gelernt hat, dann wird das in der Regel auch durchziehen. Oder ob er nur kein Interesse hat. Es gibt übrigens auch Hunde, die, nachdem sie kastriert wurden, wenn sie vor der Geschlechtsreife kastriert wurden, ist das meist der Fall, wenn die eben zu früh kastriert wurden, dann kommen die auch nicht in diese Phase, wo sie das Bestreben haben, anderen Rüden mitzuteilen, was hier für ein toller Kerl lebt oder vorbeigegangen ist. Und diese Hunde werden dann auch nicht das Bein heben. Die hocken sich dann also auch hin, weil es ihnen nicht so wichtig ist. Ja, Fortpflanzung spielt für sie keine Rolle, also müssen sie die Rüden auch nicht irgendwie von den Hünden fernhalten. Ja, oder bei den Hünden einen guten Eindruck machen. Das haben die nicht nötig. Und da müssen wir einfach mal gucken, ist er zu jung oder ist er kastriert oder eben nicht sehr an der Auseinandersetzung mit anderen Rüden oder anderen Hünden interessiert, dann markiert er auch nicht. Ja, seien Sie froh. Muss nicht unbedingt sein. Gut, bis dann.